Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um zwei vermissten Fälle, die eventuell zusammenhängen könnten. Der erste Fall betrifft Samira Simic und wurde in der Aktenzeichen Y-Sendung vom 21. September 2022 als Studiofall vorgestellt. Aktuell wird dieser Fall mit dem vermissten Fall von Kerstin Simone G. in Verbindung gebracht. Zumindest überprüft die Polizei, ob diese Fälle zusammenhängen können, da sie gewisse Parallelen aufweisen. In dem zweiten Fall von Kerstin Simone G. ist mittlerweile auch schon ein Tatverdächtiger festgenommen worden, aber auch in ihrem Fall konnte bisher nicht die Leiche von Kerstin Simone G. gefunden werden. Ich schildere zuerst einmal den Fall von Samira. Da gibt es unterschiedliche Quellen und leider auch wieder unterschiedliche Informationen. Zuerst einmal so, wie der Fall bei Aktenzeichen Y als Studiofall vorgestellt wurde. Samira verschwand am 28. Juli und man geht von einem Verbrechen aus. Sie war im Dezember 2012 zusammen mit ihrem 12-jährigen Sohn aus der Lübecker Gegend nach Hessen gezogen, und zwar nach Kirchheim bei Marburg. Ihre Wohnung befindet sich in der Straße Unterm Grot. Sie verließ am Nachmittag des 28. Juli ihre Wohnung. Ihren 12-jährigen Sohn sagte sie noch, dass sie gleich wieder zurück sei. Sie kam aber nie wieder. Einen Tag später meldete sich der verzweifelte Junge bei der Polizei, die dann die Ermittlungen startete. So zumindest die Darstellung bei Aktenzeichen Y. Die Polizei geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass sie ihren Sohn nicht freiwillig verlassen hat. Dies begründet die Polizei zusätzlich damit, dass sie zu dem Zeitpunkt des Verschwindens im vierten Monat schwanger war. Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen dann herausgefunden, dass sie unter dem Namen Sunshine auf einer Internetplattform sexuelle Dienstleistungen angeboten hat. Ob dies jetzt mit ihrem Verschwinden zu tun hat, ist nicht bekannt, aber es wird natürlich in diese Richtung ermittelt. Als die Polizei die Ermittlungen eingeleitet hat, war das Handy bereits ausgeschaltet. So, dann kommen wir zu den Informationen aus den Printmedien. Und zwar trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Spürhunden, Hubschrauber, Plakaten und der Bildung einer Sonderkommission bleibt Samira wie vom Erdboden verschluckt. Der Marburger Staatsanwalt Timo Ide zur Bild: Wir ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Trotzdem seien noch andere Szenarien wie eine Entführung oder ein Unfall nicht ausgeschlossen. Ermittelt wird in alle Richtungen. Dann wird noch erwähnt, dass der Grund für ihren Umzug aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt wird. Nach weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass Samira auch Bezüge, also Beziehungen nach Ost- bzw. Nordhessen hatte und nicht nur in den norddeutschen, also Lübecker Bereich. Ein Polizeisprecher hat darauf gesagt, konkret wurden hier die Städte Fulda und Bad Hersfeld genannt. Die Ermittler hoffen sich nun weitere Hinweise aus dieser Region. Hier einmal die Beschreibung. Samira Simic ist 34 Jahre alt, 1,58 Meter groß, hat braune Augen und dunkle Haare, die sie teilweise heller gefärbt hat. Im Gesicht hat sie mehrere Piercings, außerdem Tattoos am rechten Unterschenkel und am rechten Oberarm. Die junge Frau hat Verbindungen nach Norddeutschland, also Lübeck, Hamburg und Berlin, und dann eben noch die zusätzlichen Kontakte, die ich gerade, oder Kontakte in die Bereiche, die ich gerade eben schon genannt habe. Laut der Seite der Polizei in Hessen wird sie allerdings bereits seit 11 Uhr vermisst. Und nicht wie bei Aktenzeichen Y genannt, am Nachmittag. Die Polizei hat folgende Fragen. Wer hat Samira Simic seit Donnerstag, 28. Juli, 11 Uhr gesehen? Wo könnte sich Samira Simic jetzt aufhalten? Wer war am Donnerstag, 28. Juli, zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr in der Straße Unterm Grot in Kirchhain und hat dort ein wartendes Auto bemerkt, welches dann mit Samira Simic weggefahren ist
und wer kann Angaben zu diesem Fahrzeug machen? Wem ist am Donnerstag, 28. Juli, in der Kirchhainer Umgebung ein abseits, zum Beispiel im Feld oder Wald, abgestelltes Fahrzeug aufgefallen? In einem Bericht von RTL News, da wurde mit der Schwester von Samia gesprochen, wurde geschrieben, dass der Sohn nicht die Polizei angerufen hat, sondern er seine Tante anrief und diese dann die Polizei verständigt hat. Ebenso wurde dann dort noch Folgendes berichtet. Über den Vater des Ungeborenen ist wenig bekannt. Auch die Schwester weiß nicht, um wen es sich hier handelt. Darüber habe Samira nichts erzählt, trotz ihres guten Kontakts. Offenbar war die vermisste Samira alleinstehend. Es war ein konkreter Mann in Verdacht und der war wohl ein Nachbar von ihr. Das wurde aber relativ schnell wieder ausgeschlossen, erzählte die Schwester weiter. Auch soll die Schwester nichts darüber gewusst haben, dass Samira im Rotlichtmilieu tätig gewesen sein soll. Davon hat sie mir nichts erzählt, so die Schwester laut dem Bericht bei RTL. So, und das ist es, was es einmal zu dem Fall von Samira gibt. Und dann kommen wir mal zu dem zweiten Fall, wo ja ein Tatverdächtiger schon festgenommen wurde. Seit dem 11. September 2022 wird die 56-jährige Kerstin Simone G. aus Burg Wedel bei Hannover vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Verdächtigt wird ein Mann aus NRW, Robert E., 54 Jahre alt, aus Warburg. Er stehe unter dringendem Tatverdacht, teilten Staatsanwaltschaft und die Polizei Hannover in der vergangenen Woche mit. Da der Aufenthaltsort des Mannes unbekannt war, hatte die Polizei öffentlich mit Fotos nach dem Mann gesucht und einen europäischen Haftbefehl erwirkt. Nach einem Hinweis über die Ausreise des Tatverdächtigen nach Schweden kontaktierten Zielfahnder aus Hannover Kollegen aus Schweden. Dort konnte Robert E. jetzt festgenommen werden. Von Kerstin Simone G., die am Würmsee in der Region Hannover lebte, fehlt jedoch immer noch jede Spur. Die Ermittler suchen der Staatsanwaltschaft zufolge weiterhin nach der 56-Jährigen und bitten um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Kerstin Simone G. am Samstag, dem 10. September, zuletzt gesehen. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte. Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen sei. In der Bild wird dann nochmal eben beschrieben, wie die Polizei dann ihr kleines Holzhaus vorgefunden hat, in dem sie wohl gewohnt hat. Und zwar waren dort die Bettwäsche und das Laken weg und das Wasserbett war zerschnitten und man hat ebenfalls dort Blut gefunden. Die 56-jährige Zeitungszustellerin habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlange, blonde und gelockte bzw. wellige Haare gehabt. Herausfinden wollen die Ermittler zudem, wer sich in dem betroffenen Zeitraum am Würmsee aufhielt und bezeichnete grundsätzlich alle Beobachtungen rund um das Wochenende vom 9. bis 11. September als ermittlungsrelevant. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Tatverdächtige im Wald oder abgelegenen Orten kampierte und in einem Zelt, einer Schutzhütte, seinem Auto oder ähnlichem schlief. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die im September im Bereich Großburg-Wedel und Fuhrberg Beobachtungen gemacht haben, wie zum Beispiel eine kampierende Person, ein aufgeschlagenes Zelt oder einen silbernen Ford Focus mit Warburger Kennzeichen. Unter Umständen ist Zeugen auch der PKW der 56-Jährigen aufgefallen. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Mercedes-Kombi, eine C180T-Limousine. Und wer etwas beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0511 109 4x die 5 zu melden. Diese Informationen kommen aus den Ruhr-Nachrichten vom 26. Oktober 2022. Und dann gibt es noch den Bericht von der Bild vom 13.12.2022. Ja, dieser Artikel besagt, dass Robert E. im Gefängnis sitzt und schweigt und der Hilfsarbeiter eben unter Verdacht steht,
Kerstin G. aus Burgwedel im September getötet zu haben. Und nach 3 Wochen haben sie ihn dann dementsprechend gefasst in Schweden und er wurde nach Deutschland überführt. Und zwar geht es da eben um den Fall von Samira. Und denn in beiden Fällen wurde die Leiche nicht gefunden. Die Ermittler sagen, dass der Outdoor- und Überlebensspezialist Robert E. überaus mobil ist und dass der Tatort am Würmsee noch weiter von seinem Wohnort in Warburg entfernt ist als der Ort des Verschwindens von Samira. In diesem Artikel wird dann auch noch erwähnt, dass Zeugen gesehen haben, wie Samira in ein Auto eingestiegen ist. Das war in den anderen Informationen bisher nicht so deutlich. Es wurde zwar nach einem Auto gefragt, welches dort eventuell in dem tatrelevanten Zeitraum gesehen wurde, aber es stand halt nie deutlich die Information da, dass Zeugen gesehen haben, dass sie in dieses Fahrzeug eingestiegen ist. Und weitere Parallelen sind halt eben, beide Frauen waren zum Tatzeitpunkt alleinstehend und konnten so womöglich besser ausspioniert werden und wurden leichter zum Opfer. Und es ist eben so, dass beide Personen zuletzt von Zeugen lebend in einem Auto gesehen wurden. Kerstin G. in der Nacht vor ihrem Verschwinden im silbernen Ford Focus des mutmaßlichen Täters. Im Fall von Samira wurde kein Autotyp genannt, sondern es wurde nach einem Fahrzeug gesucht, welches dort in der Gegend dann aufgefallen ist. Offiziell hat aber die erste Staatsanwältin wohl gesagt, aus den bisherigen Ermittlungen ergeben sich keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den hier als mutmaßlichen Täter ermittelten Robert E. und anderen vermissten Fällen. So, das waren die Informationen zu den beiden Fällen. Ich möchte in beiden Fällen auch nicht spekulieren, vor allen Dingen nicht in dem Fall von Samira, denn es gibt da einfach zu wenige Informationen. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, ist unklar, aber ich wollte es euch auf jeden Fall zumindest mal genannt haben. Ich werde euch in beiden Fällen nochmal die Rufnummern der Polizei in der Beschreibung hinterlegen, denn falls ihr irgendetwas gesehen habt, irgendetwas wisst oder ähnliches, dann könnt ihr direkt die Polizei in diesen beiden Fällen kontaktieren. Auch hier gilt, wie in allen meinen Videos zu solchen Fällen, sobald es irgendein Update gibt, werde ich euch hier informieren mit einem neuen Video. Dann danke ich erstmal fürs Zuhören und fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!